Hallo ihr Lieben. So, endlich ist es soweit und ihr seht, was ich aus dem Love from Lizzy Februar Kit gemacht habe. Wie viele von euch schon wissen, bin ich ja diesen Monat Gastdesignerin, was mich natürlich sehr, sehr freut. Und hier seht ihr, wie ich meine Grundkarten vorfalze. Ihr könnt das Video auch einfach als Inspiration sehen, um mit ähnlichen Materialien auch solche 10 Karten zu basteln. Karte 1 wird eine Beileidskarte und ich habe mit einem Spruch aus meinem Bestand einen Spruch aufgestempelt. Und hier seht ihr, wie ich mit Versamark den Rahmen aus dem Kit stemple und das Ganze mit goldenem Embossingpulver embosse. Alles, was ich zusätzlich verwende, werde ich wieder am Ende des Videos zeigen. Den Rahmen habe ich dann erstmal von Hand mir ausgeschnitten. Dann habe ich mir mit der Stanze, die mit dem Kit war, aus diesem Panel den Rahmen ausgestanzt. Hier seht ihr, wie ich mit dem Embossing-Folder oben und unten auf dieses Panel mir das geprägt habe. Und dieses Band, nenne ich es jetzt mal, oder Netz, habe ich dann rundum gewickelt in der Mitte und das Ganze mit doppelseitigen Schaumklebepads auf meine Grundkarte aufgeklebt. Als nächstes habe ich mit Flüssigkleber den Spruch auf diesen Mittelrahmen, nenne ich es jetzt mal, das ist eigentlich der Abfall von diesem Schnörkelrahmen, den ihr später auch noch zu sehen bekommt. Das Ganze wieder mit doppelseitigen Schaumklebepads auf die Grundkarte aufgebracht und das ist die fertige Karte. Als nächstes wollte ich eine Herrengeburtstagskarte machen. Ich habe hierfür dunkelblauen Cardstock verwendet, also eine Grundkarte aus dunkelblauem Cardstock aus dem Kit und habe mir 2 Stück Designpapier zusammengeklebt, dann ein bisschen von dem anthrazitfarbenen Band draufgegeben und von der Rückseite her festgeklebt. Hier seht ihr, wie ich Klebeüberreste mit diesem Radierer wegradiere. Ich habe das Band dann doppelt verwendet, weil es sonst einfach ein bisschen zu schmal gewesen wäre. Das Ganze habe ich dann mit Flüssigkleber auf die Grundkarte draufgeklebt. Aus diesem 30-30-Bogen habe ich mir die Ecken rausgeschnitten und auch als solche verwendet bei meiner Karte. Und diese dicken Sticker, die waren ja ein Add-on, die habe ich hierfür jetzt verwendet, weil ich fand, die haben sehr, sehr gut gepasst. Und ich habe versucht, die möglichst gerade auf die Karte aufzubringen. Den Spruch alles Gute. Hier seht ihr auch, wie ich das mit einer Folie zuvor auf die Folie geklebt habe und dann darüber gehalten habe, um zu sehen, ob das passt von der Größe her. Weil es ja doch recht große Buchstaben sind. Da habe ich auch aus dem Designpapier mir so eine Filmrolle von Hand ausgeschnitten und die ganze mit 3D-Schaumklebepads als Verzierung auf die Karte draufgegeben. Und das ist die fertige Karte. Für die dritte Karte habe ich mir als erstes mal diesen Pfau gestempelt mit Memento. Dann habe ich einen Spruch mit blauem Embossingpulver auf ein Rahmenmotiv aufgegeben. Hier seht ihr, wie ich den filigranen Rahmen, den ich vorhin erwähnt habe, auf ein zuvor geprägtes Panel draufklebe mit Flüssigkleber. Dann dieses Innenteil. Das blaue Embossingpulver ist übrigens auch ein Add-on. Da habe ich dann noch eine Bordüre raufgegeben aus dem Designerpapier vom Kit. Und dann mit diesen wunderschönen Peel-Off-Stickern in diesem Petrol das Ganze noch eingerahmt.
Das Ganze habe ich dann mit Flüssigkleber auf dieses Stück geprägten Gold-Cardstock raufgegeben und zum Schluss auf die Grundkarte draufgeklebt. Hier könnt ihr jetzt sehen, wie ich den Pfau ausmale mit Copix. Ich lasse das in sechsfacher Geschwindigkeit laufen, weil sonst würde es einfach zu lange dauern. Links auf dem Bild könnt ihr sehen, dass ich die Farben zuvor ausprobiert habe und die dann hingehalten habe zu meinem Designpapier, damit einfach diese Farbtöne zu dem Designpapier passen, das ich ja auch verwendet habe. Die Copic-Farben, die ich verwendet habe, werde ich auch wieder zum Schluss des Videos euch einblenden, einfach dass ihr sehen könnt, welche das sind. Zum Schluss habe ich mir das Motiv dann noch ausgeschnitten mit der Schere. Dann habe ich die grüne Feder aus dem Kit genommen, auf die Karte draufgegeben und den Pfau darüber gesetzt. Da habe ich dann noch die Feder ein bisschen zugeschnitten. Ganze auf die Karte gegeben und das ist die fertige Karte. Bei Karte 4 habe ich eine Holzfeder aus dem Kit mit Flüssigkleber bestrichen und dann den Glitzer, der auch mit dem Kit drin ist, darüber gestreut und das Ganze dann ganz gut trocknen lassen. Hier seht ihr, wie ich einen Rahmen mir zurechtgestanzt habe aus dieser selbstklebenden Goldfolie aus dem Kit. Und die habe ich dann auf die Grundkarte angebracht. Das war nicht ganz einfach, aber ich habe es dann hingekriegt, wie ihr seht. Und dann habe ich aus Designpapier mir ein Stück zurechtgeschnitten und diesen Perlenstrang, nenne ich es jetzt mal, so rundherum gewickelt. Dann mit diesen Goldbuchstaben mir ein Mr. and Mrs. draufgegeben. Das habe ich auch wieder so gemacht wie vorhin mit dieser Zellophanfolie. Das zuerst drüber gehalten, zu sehen, wo ich das positioniere. Dann habe ich mit doppelseitigen Schaumklebepads das Panel auf die Karte raufgegeben und auch noch diese Holzfeder draufgeklebt. Und das ist die fertige Karte. Auch bei Karte 5 habe ich eine Holzfeder verwendet. Diesmal habe ich sie mit Copix mir angemalt und mir so eine Pfauenfeder versucht aufzumalen. Ich habe dieselben Farben verwendet, die ich auch schon beim Kolorieren von dem Pfau verwendet habe. Und habe mir als Vorbild für die Feder einfach eine vom Designpapier eine Feder genommen. Dann habe ich das Ganze überzogen mit diesen Nouveau Drops, die mit im Kit mit drin sind. Hier seht ihr Designpapier, das ich auf die Grundkarte mir draufklebe. Dann habe ich mir so Eckmotive ausgestanzt aus diesem selbstklebenden goldenen Cardstock oder Folie und die dann so an den Ecken oder an zwei Ecken angebracht. Die Folie ist sehr dünn, deshalb hat das einen Moment gedauert. Dann habe ich mir
den Spruch Danke wieder mit diesen Buchstaben draufgeklebt. Das könnte man auch machen mit gestanzten Buchstaben zum Beispiel. Und ich habe mir die Holzfeder draufgeklebt. Und dann noch mit den Strasssteinen aus dem Kit in die Ecken rein eingegeben und ja, das ist die fertige Karte. Für die sechste Karte habe ich mir aus diesem Stickersheet einen Rahmen weggenommen und den auf Acetatfolie geklebt. Dann habe ich Designpapier auf eine Grundkarte draufgeklebt, einen Sticker draufgesetzt. Ganze gut angedrückt. Unten habe ich mit einem weiteren Sticker mir eine Bordüre geklebt. Dann habe ich auf den Sticker drauf einen Spruch gestempelt und zwar gute Besserung und Pailletten aus dem Kit raufgegeben auf die Karte und dann diesen Rahmen oder diese Acetatfolie mit doppelseitigem Schaumklebepads draufgegeben. Und hier habe ich dann noch mit Glitzersteinen aus dem Kit die Bordüre mir etwas verziert. Und das ist die fertige Karte. Für die siebte Karte habe ich mir als erstes den Prägefolder eingefärbt mit Stempelfarbe und dann auf ein Panel mir das drauf geprägt. Dann habe ich den Goldrahmen, den ich mir ausgestanzt habe, aufgeklebt. Hier seht ihr, wie ich einen Spruch stemple und das Ganze mit diesem grünen Glitzer-Embossing-Pulver von Lissy embosse. Aus dem Designpapier habe ich mir so einen Pfauenkopf ausgeschnitten und den am unteren Eck draufgegeben. Das ganze Panel habe ich dann mit Flüssigkleber auf die Grundkarte draufgeklebt. Und hier seht ihr, wie ich den Spruch, den ich zuvor gestempelt habe, den wollte ich dann doch längs haben, wollte es aber nicht wegschmeißen und habe mir da diese Peel-Off-Sticker zur Hilfe genommen, um daraus ein Stück zu machen. Als ob ich das von Anfang an so gestempelt hätte. Und es hat sehr gut funktioniert. Hat einen Moment gedauert, aber es hat geklappt. Und hier habe ich dann den Namen Diego mir auf die Karte draufgegeben, weil meine Kollegin hat ein Baby gekriegt, das Diego heißt und ja, die kriegt jetzt diese Karte. Sie mag diese Farben total gerne, deshalb dachte ich, das passt. Und hier seht ihr, wie ich Pailletten auf die Karte draufklebe, um das Ganze noch ein bisschen aufzulockern. Und das ist die fertige Karte. Bei Karte Nummer 8 habe ich mir die Stanzform eingefärbt mit Stempelfarbe und das seht ihr hier, wie ich ein Sandwich mache, damit es nicht schneidet, sondern prägt. Und mit der Rückseite dieser Stanzform habe ich das reingeprägt und habe mir dann einen Rahmen auch noch ausgestanzt aus Gold und habe den dann, wie ihr hier seht, in diese Vertiefung hineingeklebt. Das Ganze habe ich dann auf diese Folie, die ich hintergelegt habe, draufgeklebt. Dann seht ihr, wie ich hier Baby auf dieses, in diesen Rahmen hineinklebe.
Und auf die Grundkarte habe ich mir diese Federn gestempelt und das ist immer nur ein Stempelkissen. Also ich habe dieses eine Stempelkissen, diese Farbe, mehrfach verwendet. Ich habe mir also diese Federn ober- und unterhalb von diesem Mittelpaneel sozusagen gestempelt. Und dann dieses Paneel auf die Grundkarte draufgeklebt. Dann habe ich mir noch ein Hallo gestempelt auf ein Stück Restpapier, das Ganze mit doppelseitigem Schaumklebepad auch nochmal auf die Grundkarte draufgeklebt. Zum Schluss dann noch Glitzersteine in die Ecken gesetzt. Und das ist die fertige Karte. Bei Karte 9 habe ich eine quadratische Karte aus meinem Bestand verwendet und habe, wie ihr hier seht, ein Paneel draufgeklebt, mir diesen Spruch ausgestanzt: Sei die Veränderung, die du in der Welt sehen möchtest, auf Deutsch. Dann hier habe ich mir den Rahmen genommen und dasselbe gemacht wie bei der anderen Schüttelkarte. Ich fand halt die Idee toll, damit Schüttelkarten zu machen, weil dieser Rahmen halt schon selbstklebend ist und man braucht eigentlich nur noch Klarsichtfolie hintersetzen, fertig. Hier habe ich mir dann nochmal einen V ausgeschnitten aus dem Designpapier. Den habe ich dann mit Flüssigkleber auf dieses Schüttelelement mir draufgesetzt. Die Überreste weggeschnitten. Und hier seht ihr, wie ich Pailletten auf die Grundkarte mir draufgegeben habe und dann den Rahmen mit doppelseitigem Schaumklebepads draufgesetzt. Und da habe ich mir eine kleine Schleife gebunden aus diesem petrolfarbenen Band, auch mit Flüssigkleber befestigt. Und das ist die fertige Karte. Bei Karte 10 könnt ihr sehen, da habe ich ein Reststück in Anführungsstrichen. Da habe ich mir mal ein Paneel zurechtgeschnitten für eine andere Karte und habe dann einfach mit weißem Cardstock das so ausgeglichen, dass es dann eine Karte ergeben hat. Dann dieses wunderschöne Designpapier draufgegeben, Überreste weggeschnitten. Dann habe ich dieses Teil, diesen Rahmen ist es ja nicht, habe ich dreimal ausgestanzt, übereinander geklebt und dann so draufgegeben. Und das sieht so toll aus, das wird so richtig schön dick. Habe ich dann einen Glitzerstein in die Mitte gesetzt. Da habe ich dann doppelseitiges Klebeband am oberen und unteren Rand von diesem Designpapierpaneel draufgeklebt, um darauf dann Band zu fixieren. Ich möchte ja immer bei diesen 10 Kartenvideos alles, was im Kit drin ist, mitverwenden oder von allem. Und ich musste einfach noch diese zwei Bänder verwenden. Und ja, zum Schluss bin ich aber mit dem Ergebnis echt zufrieden, weil es sieht wirklich gut aus mit diesen Bändern oben und unten als Abschluss. Dann habe ich diese schwarze Feder, die ich ja auch noch nicht verwendet habe, auf die Karte raufgegeben. Und hier seht ihr, wie ich auf ein Stück von diesem Rahmen mir das draufgestempelt habe und auch noch den Spruch Just Because, den habe ich dann embossed. Ursprünglich wollte ich das Ganze dann auf die Karte draufsetzen, aber das hat mir dann nicht so gefallen.
Also habe ich es zum Schluss dann in die Karte hineingeklebt, weil ich ja doch mir die Arbeit gemacht habe, das Ganze herzustellen. Und ja, dass das nicht ganz umsonst war, habe ich es dann in die Karte hineingeklebt. Dann habe ich mir einen V koloriert, wie ihr das schon beim anderen gesehen habt. Genau identisch habe ich den ausgemalt und mit 3D-Schaumklebepads auf die Grundkarte draufgesetzt. Und das ist die fertige Karte. Hier könnt ihr jetzt nochmal alle 10 Karten von Namen euch betrachten. Mich würde wie immer interessieren, welches euer Favorit ist von den Karten. Mir gefallen die Karten sehr gut. Sie sind, finde ich, sehr elegant und auch die Farben gefallen mir persönlich halt sehr gut. Und deshalb sind das wirklich, ja, für meinen Geschmack schöne Karten. Ich habe sehr viel mit diesen Stickern gearbeitet, weil ich die einfach dazu gekriegt habe und es einfach auch gepasst hat. Man könnte aber das Ganze auch mit normalen Buchstabenstickern machen oder mit Stanzformen oder halt eben mit Stempeln. Hier seht ihr auch nochmal, wie das so erhaben wirkt, wenn man das erst geprägt hat, diesen Rahmen, und dann reingesetzt. Es hat einfach nochmal eine ganz andere Wirkung bei der Babykarte. Und das ist eine meiner Lieblingskarten, die letzte, mit diesem V. Ich finde das einfach mit dieser Feder, die Kombination. Hier seht ihr, was ich zusätzlich verwendet habe. Das, was ich zuerst hier zeige, das sind Add-ons von Love from Lizzie, die sie speziell für dieses Kit zusammengestellt hat. Da sind diese besagten Buchstaben, die ich sehr schön finde. Das ist ein älteres Embossing-Pulver, aber auch von Lizzie, das gepasst hat. Dann diese Distress-Tinte. Und das sind die Copic-Farben, die ich verwendet habe, um die Pfauen zu kolorieren. Und die Feder. Und das sind die Stempelsets, die ich zusätzlich verwendet habe. Da in den Kits ja jeweils nur englische Sprüche drin sind, verwende ich immer zusätzlich noch deutsche Sprüche. Und hier seht ihr jetzt auch schon, was übrig blieb von dem Kit. Und das ist wie immer wirklich viel Material. Also ja, ihr seht schon ganz, ganz viel Deko, Glitzer, Pailletten, dieses spezielle Band. Diese Sticker, die Peel-Off-Sticker. Von diesem riesen Sticker-Sheet ist fast das Ganze noch da. Dann natürlich ganz, ganz viel Designpapier. Die Nuvo-Drops. Hier seht ihr die Reststücke. Und ich glaube, es sind 8 volle Bogen von diesem kleinen Designpapier. Natürlich habe ich noch den Embossing-Folder, eine Karte, weil ich hier eine quadratische Karte noch verwendet habe, die Stanzformen und das Stempelset. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.